Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Jo. Kriegen wir nicht gleich dieses TM Geheimpower? Wo wir unsere eigene Basis einrichten können. Stimmt, das wäre eigentlich ganz geil, ne? Unsere eigene Basis. Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Orden ist das in diesem Dschungel da oben? Gibt's da einen guten Orden? Da hatte ich, glaube ich, eine Zeit lang meinen Versteck gehabt. Da war irgendwie... Es war auch recht groß und so. Ich hatte, glaube ich, immer... Ich hätte immer den gleichen, glaube ich, was auch immer so. Das war... Ich bin dann später auch... Unser nächstes Pokémon, glaube ich, aufgefallen, da. Bin ich mir nicht sicher. Es war immer nervig, dahin zu laufen. Ja, nicht nervig wäre ja auch langweilig, ne? So, und weiter geht's. In Weimar. Das könnte jetzt lustig werden. Weil wir haben ja nur Pokémon, gegen die Weimar effektiv ist. Ja, die sind nicht. Was ist Jungblut? Was ist mit Jungblut, Mann? Das ist Feuer gegen Wasser dann. Ja, der hat noch 21 KP und ist paralysiert. Jetzt ist wahrscheinlich Jungblut weg. Wow, nee. Voll viel. Doppelkick. Das geht ja noch. Dann reicht's ja. Pass auf, jetzt kommt noch so ein Wasser-Pokémon. Makuita. Ja, lass ich den erstmal dran. Da ist ja Schnabel. Ist kalt erledigt. Oh, ich kann nicht lernen. Bitte gib mir deine Nummer. Oh, ich hab deine Nummer. Uhu. Ja. Was tust du denn da? Nichts. Sollst du zugucken? Oh. Das war ein Megablock. Was war was? Megablock. Was hattest du im Inventar? Diese Abwehrdinger, die voll unnötig sind. Wie X-Angriff und so. Ach Gott. Gib mir her. Das sollten wir anfangen zu nutzen, denn damit vergeuden wir eine Runde Angriff. Also dass wir dem Gegner Schaden zufügen. Was? Wenn wir mal so ein bisschen die X-Items verwenden. Ja. Dann kann man auch gleich Heuler oder so einsetzen. Am besten, wenn wir gegen irgendein Wasser-Pokémon antreten. Und damit meine ich nicht Carpador. Soll das TM jetzt schon jemanden beibringen? War das jetzt gerade Geheimpower? Ja. Wollen wir schauen, ob wir das unserem... Ding, unserem Sklaven bei... Guck mal, der Sklave kann es lernen. Irgendwann fange ich noch einen Zigzags an, den bringe ich dann die anderen vor uns ein. Das kann gleich 6 VMs anlernen oder so, ne? Weiß ich nicht. Guten Schlag. Und dann erstmal aus im Prinzip... Direkt ins Haus. Ja. Erstaunlich, wie geräumig der Baum ist. Was kann nicht passiert werden? Es kann nirgendwo platziert werden. Das ist ja schön. Direkt vom Eingang. Das kann nirgendwo platziert werden. Ja. Bringt sie ja wohl. Dann können wir die anderen wenigstens irgendwo platzieren. Ach nee, ich glaube, die können nur auf Tischen oder nur auf dem Teppich stehen. Ja, super. Ich habe auch keinen Lass Teppich. Lass uns unser ganzes Spielgeld für Teppiche ausgeben. Und für Tische.
einpacken. Und lass uns überlegen, ob wir vielleicht noch einen etwas dickeren Baum finden. Oder eine Höhle. Dann werden wir Höhlenmenschen. Oder eine Höhle. Die müsste ja, glaube ich, heilen, oder? Oder ist ein Fernseher? Der ist an. Da laufen wir wahrscheinlich gerade. Auf der Suche nach Trainern. Hallo, heute besuchen wir ein Gebiet in der Nähe von Route 111. Wir versuchen ein neues großes Talent zu finden. Unsere Kamera ruht daher auf den Trainer Lord P. Etwas an diesem Trainer hat unser Interesse geweckt. Die beste Art, das Können eines Trainers festzustellen, ist, gegen ihn zu kämpfen, und das haben wir gemacht. Und so endet schließlich der Kampf gegen Lord P. Seine dominierende Vorstellung schlug uns vernichten, zerknüllte uns und warf uns weg. Lord P ist einfach unglaublich stark. Gehen wir etwas näher auf den Kampf ein. So geht mein ganzes Selbstbewusstsein dahin. Die Folge unserer Entdeckung, wir wurden geschlagen. Bevor wir überhaupt eine einzige Attacke einsetzen konnten. Oh, allein das macht die Kämpfe von Lord P schon sehenswert. Ich fordere mutige Trainer auf, sich mit Lord P zu messen. Nach dem Kampf baten wir Lord P um eine kurze Stellungnahme. Der Trainer sagte Essen. Die Pop und Stoll Junior und Lung Lut von Lord P und Essen. Sehr tiefsinnig. Da liegt ein tieferer Sinn in dieser Aussage. Kein Wunder, ein bedeutender Trainer wird auch bedeutende Worte sagen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Sendung. Oh ja, Essen. Ja, da könnte man jetzt viel reininterpretieren. Was, du bist am Verhungern. Weißt du, ich frage so. Und was hast du da so? Essen! Und ich denke so, das sind Schlagworte, du hast wirklich Hunger. Tja. Scheiß Situation dann. Warte, kommen wir nicht da hoch? Nicht das Einrad? Ja. Das ist noch eine Höhle. Das ist gut. Also jede Höhle durchsuchen. Die Höhle ist ja scheiße. Nö. Wieso, wie groß ist sie denn? Das ist was von der Ende da oben. Die Höhle sieht ja voll groß aus. Ja, dann wohnen wir drin. Weil das ist ja... Was? Das ist so ein Riss. Das ist doch cool. Aber dahinter war doch gleich noch eine Höhle. Ich wollte nur da unten mal gucken. Genau. So, das hat ja wieder auf Pokémon. So mit nur jetzt eben nach Holle. Ist halt auch nur ein Schwarzgurt. Wo man mit meistens recht einfachen Pokémon. So langsam geben wir die letzte, ach, die erste Entwicklung Pokémon auf die Nerven als Gegner. Nicht so langsam, nicht langsam. Dann glaube ich erstmal ab dem vierten Orden interessanter. Ich überlege gerade nur, was war der vierte Orden? Feuer. Feuer? Boah, wenn das weg wäre, ne? Ich weiß gar nicht. Wenn man einen anderen Geheimversteck aufmacht, wird da der andere geschlossen. Ja, ne? Der andere wird dann geschlossen, ja. Du kannst ja nur maximal einen Geheimversteck haben. Dann brauchst du ja eine extra schließen. Ich hab die, glaube ich, auch nie geschlossen. Ich habe einfach so gewechselt. Und denk dran, so wie damals, du musst mindestens dreimal gießen. Pro Pflanze. Aber ich wollte jetzt einfach nicht pflanzen. Natürlich wollen wir doch pflanzen, damit sich das hier doch gleich schon mal weiter wächst. Also nur das nächste Mal. Das ist, damit können wir gleich Pokeriegel herstellen. Einmal auf voll daneben gezielt, aber ja. Nochmal. Alle guten Dinge sind natürlich drei. Natürlich, was du noch sagst. Und das machst du jetzt hier mit jeder, ne? Nee, tschüss. Einfach
Ja, was ist denn hier mit der zweiten? Da kannst du wenigstens einmal. Die Silbeere, die verbaut etwas Platz. Die wird extra größer, weil es natürlich dreimal genießt wurde. Ja, jetzt hast du sie erfolgreich ertränkt. Jetzt wächst sie gar nicht. Kommen wegen Ghoul. Das Schöne ist, hast du dir schon mal die Formeln für die Fangwahrscheinlichkeit eigentlich schon mal angeschaut? Ich hab dafür eine Formel. Dafür gibt es eine Formel, ja. Oh. Welche möchtest du haben? Die etwas einfache oder die etwas schwerere? Die etwas schwerere. Okay. Ich fange jetzt mal mit oberhalb des Bruchstrichs an. Statusvariable plus Fangrate plus 1 mal 4 mal 255 mal der maximalen KP durch 256 mal dem Superballfaktor mal der aktuellen KP plus 152 und das alles nochmal durch den Ballfaktor. Das ergibt bei Stollen Junior 5. Genau. Wenn das Ergebnis geringer als 10 ist, dann hast du gar keine Chance, das Pokémon erst zu fangen. Okay. Das Ergebnis zwischen 10 und 29, dann wackelt es zumindest nur einmal, bevor das Pokémon sich selbstständig befreit. Bei 30 bis 69 wackelt es zumindest schon zweimal. Und bei 70 und höher befreit sich das Pokémon erst nach dreimaligem Wackeln. Und gefangen hast du es nie. Achso, du musst natürlich noch die Statusfaktoren noch mit einrechnen. Zum Beispiel der Hyper... Ne, warte, das sind die Hyper... Ah, bei Schlaf und Vereisung werden noch 10 addiert und bei Vergiftung, Verbrennung und Paralyse werden nochmal 5 addiert. Auf den KP-Faktor. Also die einfache Variante ist Statusvariable durch Ballfaktor plus 4 mal der Fangrate mal der maximalen KP durch den Superballfaktor mal der aktuellen KP mal den Ballfaktor. Ja, das ist die vereinfachte Version. Für mich ist das genauso das andere. Man hat trotzdem keinen Bock, das auszurechnen. Ich will mal einen sehen, der das wirklich immer ausrechnet. Ich habe auch nur beim Pokémon-Spielen immer einen Taschenrechner neben mir. Das machen wir jetzt, wenn wir unser nächstes Pokémon fangen. Dann rechnen wir aus, wie hoch die Fangwahrscheinlichkeit ist. Ich werfe einfach nur. Ein Panio. Wo kriegt man denn her, wie viel der Ballfaktor ist? Und Statusvariable, was meint die mit dem KP oder wie? Was? Meint die mit Statusvariable mit dem KP oder wie? Nee, das ist sowas wie Schlaf, Vereisung und sowas. Oh. Und sagen die nicht einfach Statusinfekt? Weiß ich nicht. Yes, hier wird nochmal gesagt, wie die Fangchance nochmal berechnet wird. Nee. Also nicht die Fangwahrscheinlichkeit, sondern die Fangchance. Und die ist gewichtete KP mal der Fangrate mal der Fangquote mal den Status durch 2,55. Und die gewichteten KP sind 1 minus 2 mal der aktuellen KP durch 3 mal der maximalen KP. Verstehe alles. Also viel Spaß beim Ausrechnen. Ich werde jetzt jedes Mal machen, wenn ich einen Pokémon fange oder was auch immer. Das war alles vorher berechnen. Das ist schlimm. Vor allem ist ja nicht so, dass Pokémon schon so ganz kleine Kinder spielen, ne? Die rechnen das dann auch immer direkt aus. Natürlich rechnet die schon aus, was meinst du denn? Die haben doch ansonsten nichts anderes zu tun in Pokémon. Und was willst du denn sonst in dem Spiel machen? Ich war früher froh, dass an meinem Gameboy nicht so viele Tasten waren. Da war ja nur Fadenkreuz, A und B. Ja, na und Start und Select hattest du noch. Aber das war ja so gut wie nie gedrückt, außer als Start. Ja. Braucht man sich nicht viel merken. Ja.
Das war schon praktisch. Überleg mal, jetzt spielst du ein Computerspiel, wie viele Tasten hast du? Beim Computerspiel kommt drauf an, was ich spiele. Ich habe auch Computerspiele, da brauchst du wirklich jede Taste auf der Tastatur. Ja, aber leck mal, wie sollst du, manchmal kann man sich das frei merken. Eben. Zum Beispiel, ich. Street Fighter als Beispiel jetzt. Das ist übertrieben, ist das. Ja, ich meinte, Tribes ist auch nicht besser. Warte mal. Tribes, so ein etwas anderer Shooter, wo du irgendwie mit 200 km/h durch das Schlachtfeld rast. Okay. So einfach. Das stellst du dir vor, du triffst die Gegner nicht, weil die dann plötzlich irgendwo in der Luft rumfliegen. Dann sag ich mal, ist einfach. Jetzt. Pokémon-Maniac. Es kommt schon der nächste Trainer. Stoll Junior. Wer gewinnt? Außer sicherlich nicht unseres, weil guck mal, unseres brennt und hat weniger Lebenspunkte. Außer einen Bodycheck eingesetzt. Oh, das hat fast mein Level up. Nein! Nein! Oh, guck mal. Oh, das brennt ja noch. Naja. Das ist ein Master. Ich lasse gleich Beleber ein. Mach es fertig! Oh, warte. Und nein, Beleber. Und noch ein Stück. Komm, 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 schneller. Gut. Und nein. Oh, kommt wenigstens. Komm. Verbrennen, komm. Verbrennen. Das schaffen wir. Verbrennen. Los. Oh. Komm, Schnabel. Ja. Level up, Fragezeichen. Auf keinen Fall. Ja, bloß auf Fragezeichen. Und ich sehe gerade 1080 Poké-Dollar. Ja, jetzt reicht. Das war ja noch geben. Das hat Machoband-Trecker. Der Leder war irgendwo da unten. Da. Den letzten, den wir noch haben. Mit Pokémon, das fast Level. Fast vor einer Entwicklung steht. Noch einmal Schutz ein. Das ist doch wirklich noch das machen. Und wir sind dann auch schon ganz leicht drüber. Steuerei. Wir können so lange aufnehmen, wie wir wollen, und hochladen. Das heißt, wir wollen jetzt eine Stundenparty Part hochladen. Jeder Part dauert jetzt eine Stunde. Das ist doch was. Sollten wir mal einführen. So, dann verabschiede ich mich hier. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann.